Moin moin Freunde, willkommen bei Heavy Industry. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um diesen Schreibtisch. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr vor allem diese Arbeitsplatte hier selbst bearbeiten könnt. Das heißt, wie könnt ihr aus einer solchen Arbeitsplatte aus dem Baumarkt einen fertigen Schreibtisch machen oder eine fertige Schreibtischplatte machen. Was müsst ihr bearbeiten, welche Schritte braucht ihr? Und ihr werdet sehen, das ist ultra einfach und geht wirklich sehr, sehr schnell. Und ich finde, das hat viel mehr Charakter, als wenn man einfach sich eine fertige Platte aus dem Laden kauft. Was man mit den Füßen macht, da kann man verschiedenste Konstruktionen machen. Ich habe hier auch die einfachste gewählt, die es geht. Aber die Arbeitsplatte wäre dann von dir selbst, die hast du erstellt. Und ich glaube, da kann man dann, wenn es eines der ersten Sachen ist, die man macht, will man auch ein bisschen stolz drauf sein. Was für Material haben wir denn hier eigentlich? Das ist Kiefer, und zwar keilgezinkte Kiefer. Ich zeige euch hier mal ein paar Schnittbilder. Da seht ihr eigentlich, wie schön das Material aussieht. Es ist zwar unruhig, aber dann trotzdem ruhig in seiner Optik. Eigentlich eine wirklich schöne Optik. Wenn wir das nachher geölt haben, wird es noch viel schöner werden. Die keilgezinkte Kiefer ist natürlich relativ weich vom Material. Das heißt, kann durchaus auch mal eine Ecke und eine Kante reinkommen. Finde ich nicht schlimm. Hat man so ein bisschen Leben im Holz, ja, und Holz ist ja auch ein lebendiger Werkstoff und lebendiges Material, das heißt, das darf auch mal eine Kante haben. Wenn es einen zu sehr stört, kann man das auch wunderbar wieder abschleifen und mal neu ölen und dann ist es auch wieder perfekt und top. Insofern finde ich, für eine Arbeitsplatte, für einen Arbeitstisch, also für einen Schreibtisch, reicht das hier völlig aus. Oder? Das ist eigentlich ein schönes Holz. Dazu kommt, es ist relativ günstig gewesen, ja, die ganze Arbeitsplatte hier, und das ist eine wirklich große Arbeitsplatte, wie ihr hier seht, hat nur 70 Euro gekostet. Und für 70 Euro ein ganzer Schreibtisch, das ist doch mal wirklich nicht schlecht, oder? Welche Maße haben wir hier? Wir haben hier eine Gesamtlänge von, eine Gesamtlänge von 250 cm, eine Tiefe von 80 und eine Materialstärke von 3 cm. Für eine Arbeitsplatte finde ich das schon, was heißt Arbeitsplatte, für einen Schreibtisch finde ich das ein schönes Maß, da kann man schon echt was mit anfangen. Ja, und anfangen ist das richtige Stichwort. Als erstes geht es natürlich an die Oberflächenbehandlung und was nehme ich dafür? Ich nehme meinen Accenter und schleife das Ganze erst mit 120er und dann mit 180er dann entsprechend durch, sodass ich eine schöne glatte Oberfläche habe. So, jetzt geht's an den letzten Schritt. Aber erst einmal, was haben wir bis jetzt alles gemacht? Wir haben hier die Arbeitsplatte, haben die mit dem Accenter geschliffen, mit 120er Schleifpapier einmal komplett durchgeschliffen. Zwar von oben und von unten. Danach wurden hier die Kanten nicht gebrochen, sondern wurde die Kanten mit der Oberfräse bearbeitet, um hier einen schönen Radius zu haben, dass wenn man dran sitzt, das sehr angenehm ist. Das war natürlich sehr, sehr staubig. Habt ihr, glaube ich, auch im Video gesehen.
Und nachdem das erfolgt ist, das habt ihr, glaube ich, im Video nicht gesehen, das habe ich nicht gefilmt, weil es auch langweilig ist, bin ich nochmal von oben und von unten mit 180er Schleifpapier drüber gegangen, weil ich wollte eine sehr, sehr feine Oberfläche haben für diese Arbeitsplatte. So, und danach dann noch ganz sicher die Kanten habe ich nochmal mit der Hand nachgearbeitet mit Schleifpapier, damit das hier eine wirklich wunderschön weiche Oberfläche hat. Jetzt folgt der letzte Schritt eigentlich beim Bearbeiten dieser Platte, und zwar das Ölen. Wir wollen das Ganze ja hier ölen, um die Arbeitsplatte oder die Schreibtischplatte vor äußeren Einflüssen zu schützen. Dazu nehme ich hier Hartöl, in meinem Fall von, kann man das sehen? Ich hoffe, die Kamera kriegt das halbwegs eingefangen. Ich habe hier Bondex genommen. Und zwar, Bondex ist darum geht es gar nicht, aber ich habe Hartöl genommen, weil es speziell für Möbel natürlich sehr gut ist und dafür auch geeignet ist. Wie oft mache ich das? Ich öle hier zweimal, und zwar, es wird erstmal einmal durchgeölt, dann ein, zwei Tage trocknen lassen, mindestens. Mal gucken, wie lange ich das hier stehen lasse, dann wird nochmal geölt, wieder trocknen lassen und dann geht es auch schon ans Aufstellen. Jetzt zum Ende noch ein paar abschließende Worte. Heute sollte es hier um die Arbeitsplatte vor allem gehen. Also falls ihr euch gewundert habt, dass ich keine Füße gebaut habe, die Füße hier sind Standardfüße von IKEA. Die habe ich euch auch unter dem Video nochmal verlinkt, genau welche ich genommen habe. Auch der Schubladenschrank ist von IKEA. Aber wenn ihr euren ersten eigenen Schreibtisch baut, ja, oder auch wirklich wenig Geld ausgeben wollt, aber trotzdem eine Echtholzplatte haben wollt, die ihr selbst bearbeitet habt und nicht einfach irgendwo gekauft habt, dann ist das, finde ich, ein absolut legitim und ein super Mittel, um einfach mal anzufangen, ja, um auch mit der Holzbearbeitung anzufangen. Ihr braucht für das Projekt nur diese Arbeitsplatte für 70, 80 Euro, ein bisschen Schleifmittel. Ihr könnt das alles auch mit der Hand schleifen, das dauert zwar wirklich dann sehr lange, aber es ist machbar, auch mit der Hand, selbst die Kanten könnt ihr mit der Hand bearbeiten, wird zwar nicht genauso gleichmäßig, aber ist doch egal, es ist dann euer Möbelstück, ja, und das kommt dann von euch selbst und ihr wisst genau, diese Kante habe ich geschliffen, ja, also ihr könnt also alles komplett mit der Hand machen. Dann braucht ihr noch ein bisschen Öl und schon ist das Ganze fertig. Ja? Also es gibt keine Ausrede mehr. Macht das selber. Baut euch euren eigenen Schreibtisch und legt los.
Insofern schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr so einen Schreibtisch schon mal gebaut habt oder ob ihr vorhabt, das selbst zu bauen. Und guckt das nächste Video und bis zum nächsten Mal.